Ja, Fabian Rüdlin, Nationalmannschaftspause. Das heisst aber nicht, dass ihr einfach daheim seid, da rumgelegen und nichts gemacht habt. Was hat das für euch geheißen? Ja, ich glaube, wir haben trotzdem gut gearbeitet in der Pause. Die Sachen, wo wir noch dran arbeiten müssen, haben wir dran gearbeitet im konditionellen Bereich oder im taktischen Bereich. Und das haben wir eigentlich gut genutzt in der Länderspielpause. Vor der Pause hat man zweimal gewinnen. Mega coole Matches gegen Xamax, gegen Vaduz. Ist für dich die Pause fast ein bisschen früh gekommen oder bist du eben froh gewesen, weil es doch intensiv war? Ja, ich glaube schon, dass die Pause immer ganz gut tut. Aber wenn du zwei Spiele gewinnst und dann willst du eigentlich den Schwung mitnehmen, dann denkst du ja schon, ja, eigentlich willst du jetzt Spiele für Spiele spielen und weiter gewinnen. Aber eine Pause ist auch immer gut und mal ein bisschen runterkommen. Ja. Es hat gleich noch ein paar Tage frei gegeben. Was hast du denn gemacht? Ja, ich war zu Hause bei meiner Familie in Freiburg, ganz entspannt, jetzt nichts Wildes, war jetzt nicht irgendwie außerhalb, aus Deutschland raus, sondern ich habe einfach zu Hause bei meiner Familie entspannt die Zeit so ein bisschen genossen. Ja. Du bist jetzt ein gutes Jahr schon beim FC Thun, kennst die Stadt, kennst das Stadion, kennst das Team. Wie bist du jetzt angekommen hier nach einem guten Jahr? Was gefällt dir am besten im Berner Oberland? Ich bin sehr gut angekommen, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich fühle mich super wohl in Thun, auch in Bern, alles gut. Am Mühleplatz bin ich häufig zu sehen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Bei den Fans bist du auch immer wieder das Thema, zum Beispiel im Podcast, wirst du immer wieder als Swaglord betitelt wegen deinem Style. Fühlst du dich das ein bisschen geehrt oder stört dich das Ende? Nee, ich fühle mich da schon ein bisschen geehrt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Witz daran. Ich lege halt ein bisschen Wert drauf auf mein Aussehen oder auf meinen Style. Und wenn ich da ein bisschen gut ankomme bei den Fans, ist ja auch was Gutes. Also ich habe damit gar kein Problem. Sehr gut. Gleich noch zum Ernst. Morgen spielen wir gegen Winterthur. Der erste Match auswärts war schwierig für uns. Wir haben verloren, klar verloren auf der Schützenwiese. Warum wird es morgen ein anderes Spiel geben als eben der erste Match auf der Schützenwiese? Ich glaube, wir haben dort kein gutes Spiel gemacht. Wir haben es analysiert und es ist auch abgehakt. Und morgen müssen wir eine Reaktion zeigen. Und morgen haben wir ja im heimischen Stadion die Fans hinter uns. Wir sind zu Hause eigentlich gut drauf. Sind eigentlich eine gute Macht. Und ich glaube, morgen, da holen wir die drei Punkte.